willkommen zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel gegen GWD Minden. Wir sagen auch als allererstes herzlichen Glückwunsch Minden zum 27:25 Erfolg. Wir begrüßen die beiden Trainer, zum einen Frank Carstens und Woje Horvath von der HSG Wetzlar, sowie die beiden Spieler, und zwar Malte Simisch und Erik Schmidt. Und wie das üblich ist, hat der Gästecoach das erste Wort. Frank, bitte. Ja, schönen guten Abend. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, sehr erleichtert über diesen Sieg. Ich denke, beide Mannschaften waren sehr, sehr gut aufeinander eingestellt, vorbereitet. Es war ein ziemlicher Abnutzungskampf in den ersten Minuten. Relativ lange gedauert, bis man wirklich einen Spielfluss zustande kam. So, und dann haben wir, glaube ich, zuerst so das Momentum auf unsere Seite bekommen und davon haben wir gelebt. In der Deckung natürlich, Ballgewinne durch Malte, Ballgewinne durch Verteidiger dann zusätzlich und durch ein wirklich sehr, sehr sicheres Angriffsspiel, was sich einfach schon mal darin geäußert hat, dass wir sehr wenig technische Fehler in der ersten Halbzeit gemacht haben. In der zweiten war das dann ein bisschen anders, da ist ein bisschen Hektik aufgekommen gegen Ende des Spiels, aber letztlich, glaube ich, haben wir das Spiel von vorne weg gespielt und sind dann auch am Ende mit einem guten Vorsprung in die Schlussphase gegangen. Und der hat letztlich gereicht, um dieses Spiel dann, ich glaube, verdient zu gewinnen. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, die heute maximal konzentriert, mit großem Kämpferherz, aber auch mit kühlem Kopf, mit dem nötigen kühlen Kopf hier zu Werk gegangen ist. Und dann kann man solche Ergebnisse erzielen, das ist toll. Natürlich ist es nur ein erster Schritt. Wir haben letztlich tabellenplatzmäßig noch nichts erreicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. 3 Punkte in Folge ist ein seltenes Gefühl für uns. Das werden wir heute auskosten. Dankeschön. Vielen Dank, Frank Carstens, Woje. Dein Statement bitte. Gratuliere Minden zum verdienten Sieg. Wir wussten es, dass es ein nervöses Spiel wird mit viel Körperkontakt. Da haben wir uns am Anfang gut eingestellt. Mindener auch haben sich gut auf uns eingestellt und da haben wir einige Chancen da nicht verwertet und dadurch sind wir da wieder in Minus geraten. Zur Halbzeit haben wir uns wieder beruhigt, kamen zurück ins Spiel, wieder auf einem Tor heran und dann einige technischen Fehler und wieder einige Chancen, die wir da nicht ausgewertet haben, kamen die Mindener wieder in Führung und dann haben die das ziemlich leicht und ruhig bis zu Ende ausgespielt. Dadurch ein verdienter Sieg. Ja, scheint es, dass uns leichter fällt, dass wir da auswärts spielen in Minden als zu Hause. Das ist ziemlich schwer zu erklären vor so einer Kulisse, vor so einer Atmosphäre zu Hause, dass wir da verkrümpfen, dass wir da nicht zur Platte bringen, das, was wir auswärts spielen können. Ne? Und ja, da können wir nicht viel zurückschauen. Da kommt schon Göppingen, Auswärtsspiel. Von Druck her wird es leichter für uns. Aber ja, das, was wir da zu Hause leisten, müssen wir sicher da mit mehr Mut und mit mehr Aggressivität irgendwie ändern. Vielen Dank. Dann wollen wir die beiden Spieler noch mit einbinden. Malte Semisch mit 2,08 m, ein nicht nur körperlicher Riese heute auch. Es gab schon Lob vom Trainer. 13 Paraden, 35% gehaltene Bälle. Wie hast du das Spiel aus dem Tor erlebt? Ja, schönen guten Abend erstmal. Also ich bin einfach sehr stolz auf unsere ganze Mannschaft, auf diese Emotionalität, die wir jetzt an den Tag gelegt haben. Das haben wir gegen Göppingen schon gemacht, das haben wir heute wieder gemacht und ich glaube, wenn wir dieses Level halten, dann haben wir gegen alle eine Chance und natürlich bin ich mega, mega happy, dass es jetzt auch gereicht hat zum Sieg. Die letzten 5 Minuten sind ein bisschen ärgerlich, aber sonst haben wir die Phasen, die wir sonst auch immer hatten, so auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten wir auch im letzten Spiel ein bisschen Probleme, haben wir dieses Mal auch ein bisschen gehabt, aber haben wir dann doch irgendwie uns wieder gefangen und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und müssen genauso weitermachen, weil wir sind immer noch auf dem Abstiegsplatz. Vielen Dank, Malte. Erik, zuletzt der Sieg in Stuttgart. Selbstvertrauen hat man möglicherweise oder bestimmt getankt, aber heute konnte man nicht dran anknüpfen an das Spiel in Stuttgart. Kannst du so ansatzweise versuchen, es zu erklären, warum es nicht so lief? Schönen guten Abend erstmal und Glückwunsch an Frank, Malte und GWD.
Ja, es fällt gerade schwer, Worte zu finden. Das ist für uns sehr frustrierend, dass wir heute nicht das umsetzen konnten, was wir vielleicht gegen Stuttgart ganz gut gemacht haben. Wir sind in der Abwehr zu passiv, im Angriff haben wir zu viele technische Fehler, Fehlwürfe, Malte macht ein Riesenspiel. Und ja, dann wird es schwer, hier im Abstiegskampf zu Hause gegen Minden zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Vielen Dank. Ja, gibt es Fragen von eurer Seite? Bitte. Ja. Ralf. Herr Carsten, Sie standen ja richtig unter Druck, als Sie hergekommen sind. Mich hat Ihre Ruhe beeindruckt im Aufbauspiel von Pitschkowski, die Auslöserhandlungen, die Folgehandlungen mit Anasu, der auch die 1 gegen 1 immer in der richtigen Entscheidung getroffen hat. Waren Sie selbst ein bisschen überrascht davon oder wussten Sie, was in Ihrer Mannschaft so steckt? Also ich war auch beeindruckt. Das kann ich sagen. Ich dachte auch, also ich wollte das zumindest gerade auch ausdrücken. Wir haben sehr effizient angegriffen in der ersten Halbzeit, wirklich gut auf den Punkt gespielt, wenig Sachen weggelassen. Das haben wir in der letzten Woche auch schon. Wenn wir einigermaßen komplett sind und ein bisschen zusammen trainieren können, dann kriegen wir das häufig auch ganz gut hin. Letzte Woche haben uns eben ein paar Minuten am Ende gefehlt. Von der Struktur her macht es eben einen Unterschied, ob Niklas Pitschkowski dabei sein kann oder nicht. Das ist einfach so. Die Frage ist eben, wie lange kriegen wir das in seiner besonderen Situation eben so hin, wie es jetzt läuft. Aber Angriff ist die eine Geschichte. Man muss eben auch so eine Verteidigungsleistung bringen. Und ich glaube, heute war beides gut. In der zweiten Halbzeit waren ganz, ganz viele wichtige Dinge auch in der Abwehr dann entscheidend. Da war die Angriffsleistung, glaube ich, nicht mehr so super stabil. Und dann muss man eben auch einen Torwart haben, der nochmal ganz verrückte Sachen hält. Und den hatten wir auch mit heute. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Oh, Stichwort Abwehr. Wieso ist euch nicht gelungen, der 5-1, wenn der Anasu ins Tempo kommt und auf die 9 Meter geht, das so zu unterbinden, dass die Gefahr ein bisschen minimiert wird? Ja, natürlich hat Erik schon gesagt, wir sind einen Schritt nach hinten gegangen, statt einen Schritt nach vorne zu gehen und die Zweikämpfe einzunehmen. Ne? Und das war der Fall, so nach den ersten 10 Minuten stand die Deckung nicht wieder so, wie wir es aufstellen wollen. Da haben wir es versucht mit Wechseln in 6-0, aber da die Probleme sind geblieben. Wir haben nicht die Angreifer angegriffen, sonst wir haben gelassen, dass die Minderer uns angreifen. Ne? Und dann ist das schwer, Deckung zu spielen, ne? Wenn du immer da in der zweiten Reihe von Entscheidungen stehst. Ne? Da lassen wir die zu viele Räume zwischen 9 und 6 Meter. Und es geht weiter. Noch eine Frage, Jonas Schelke hat wieder nicht gespielt, Adam nur ganz kurz, sind das jetzt die Sündenböcke für die ersten Wochen oder was ist jetzt da passiert, weshalb waren sie heute, haben sie auch kaum Minuten bekommen? Nein, da haben wir in Stuttgart ein gutes Spiel gemacht mit diesem Besatzung und da wollten wir nicht da jetzt viel ändern. Und in dieser Richtung wollten wir auch in diesen Spiel reingehen, dass wir da gerade ein bisschen verkürzen, die guten Sachen, positiven Sachen aus dem Stuttgart-Spiel, dass wir da die zu Hause versuchen umzusetzen. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann sagen wir nochmal an dieser Stelle vielen Dank an 4207 Besucher für die Unterstützung heute. Und das ist auch das Stichwort für das nächste Heimspiel am 4. Mai 19.05 Uhr gegen Lemgo. Auch dort natürlich die große Bitte, die HSG wieder zu unterstützen. Zahlreich. Wir wünschen unseren Gästen aus Minden einen guten Nachhauseweg. Kommt gut heim und Roy und Erik, alles Gute für die nächsten Aufgaben für euch. Dankeschön.